Wir sind hier in Krottendorf. Das ist ein Ereignis. Möglicherweise auch für Krottendorf, jedenfalls für uns. Wir wollen gucken, wie weit es hier demokratisches Bürgerbewusstsein gibt für eine bessere Zukunft. Wir sind total gespannt. Es werden viele Leute kommen aus allen möglichen Schichten. Also das ganze Dorf wird sich heute auf uns beziehen und wir beziehen uns auf Krottendorf. Darauf freuen wir uns. In Krottendorf ist deshalb so viel geworden. Übrigens, wer Krottendorf nicht kennt, hat allerhand verpennt. Fiel mir gerade so ein. Weil in den ganzen Jahren der Gemeinderat ein Motto hatte: Sache vor Politik. Dass Demokratie eben täglich wieder, das merken wir, gefährdet ist und Strukturen braucht von den Menschen. Und wir sind natürlich auch als Krottendorfer nur am Anfang, in eine offenere Gesellschaft zu kommen. Aber die Zukunftsperspektive hier für die Jugendlichen, das ist halt hier, wo viele von träumen, dass ihre Kinder hier bleiben, dass sie sich die Welt angucken und dass sie dann feststellen, ja, überall da ist es ganz spektakulär, aber hier ist es auch nicht schlecht hier. Hier ist auch ein Fußballverein, mit dem ich mich gut meine Kumpels sind und wo ich mich freue, die wiederzusehen. Und hier dreht sich was. Dieser Versuch aus Brüssel irgendwie auf Krampf und Biegen und Brechen alles zu vereinheitlichen, dieser Versuch wird scheitern, ganz brachial. Das sind einfach meine Bedenken. Gleichheit der Chancen, absolut, stehe ich voll und ganz dahinter. Gleichberechtigung von Mann und Frau, gleiche Möglichkeiten, gleiche Entwicklungsmöglichkeiten, absolut, keine Frage. Aber es hängt doch von jedem einzelnen Land ab, wie es seine Verwaltung aufbaut, wie es seinen Staat organisiert, wie es insgesamt arbeitet und wirtschaftet. Und es hängt natürlich auch vom Staatsgebiet ab und dafür, was es für Rohstoffe hat, für Zugang zu Häfen und Strukturen, also dies alles gleich zu machen und zu sagen, es muss irgendwie allen gleich gut gehen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Die Ungleichheit, das ist das Bestimmte. Ich denke, Europa und Krottendorf, das geht nicht eins ohne das andere. Und weil ich Europa so gerne habe und dieses Projekt nicht scheitern soll, muss Kritik geäußert werden, um aus dieser Kritik das Ganze besser zu machen. Wir waren alle skeptisch, muss man so sagen. Also ein 400-Seelendorf und da reden wir gleich mal von 400 Personen, die hier zukommen, wissen nicht, was kommt. Das Ungewisse ist ganz klar. Aber ich muss sagen, ich gehe auch abends durchs Waldersdorf, bin auch ab und zu mal alleine unterwegs. Ich habe überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, ich muss sagen, mit das freundliche Grüßen, da muss ich ehrlich sagen, die Leute, die hier zu uns zugekommen, die sind mitunter freundlicher als die eigenen Leute. Das ist mein Gefühl, dass wir schon bis vor 2 Jahren, wo die Flüchtlinge noch nicht hierher kommen nach Deutschland, egal wo sie dann gelandet sind, schon sehr satt waren. Selbst wir hier, die in den neuen Bundesländern dazugekommen sind. Und ich fand es manchmal schon fast erdrückend, also, dass halt sich so wenig bewegt hat. Halt. Es ist doch einfach immer gleich zu sagen, guck mal an, wir zahlen für die, dass denen besser geht. Eigentlich ist es doch das Beste, wenn es allen gut geht. Mein Land ist für mich wichtig, es ist meine Heimat. Aber Europa ist eigentlich unsere gemeinsame Heimat, unsere Zukunft. So sehe ich das. Ein mein Land, das vor allem für jeden Menschen sein Land sein kann. Also egal, warum jemand herkommt, dass es einfach ein offenes Land ist und ja, in dem jeder halt eine Chance hat, sich ein Leben aufzubauen, das ja ein vielfältiges Land ist.